neuen Spaßmacher am Fahrradsektor sind Mountainbikes mit E-Antrieb und extra breiter Bereifung. Das wird schon auf den ersten Metern mit dem nagelneuen KTM Machina Capuro ganz klar. Die Kombination aus 3 Zoll Bereifung, Vollfederung und Bosch Performance Line CX Antrieb macht Mountainbiken nämlich zum mühelosen Genusserlebnis. So benötigen steile Anstiege nun deutlich weniger Muskelkraft, aber dafür mehr Feingefühl. Raufkommen geht nämlich fast überall, nur muss die enorme Kraft des CX-Antriebes vom Biker richtig dosiert werden. Dank der Breitreifen gibt's mehr Auflagefläche. Ein Umstand, der übrigens nicht nur im Gelände Freude macht. Auch auf Wiens sehr holprigen Radwegen ist man damit im Zusammenspiel mit der Vollfederung deutlich komfortabler und rückenschonender unterwegs. Das Machina Capuro 27,5+11CX5 verfügt über Shimanos 11-fach XT-Schaltung, die sich präzise und unauffällig bedienen lässt. Die Übersetzungsbreite reicht von 11 bis 42 Zähnen. Das RockShox-Fahrwerk bietet vorne 130 und hinten 125 mm Federweg. Als Reifen kommen Schwalbe Rocketron zum Einsatz. Shimano Deore Scheibenbremsen mit 180 mm Durchmesser sorgen für ansprechende Verzögerung. Das Machina Capuro kommt auf ein Gewicht von 21,8 kg. Der Bosch Performance Line CX Mittelmotorantrieb unterstützt bis 25 km/h. Im Turbomodus erhält der Fahrer 300% an zusätzlicher Leistung. Als Akku wird in der Serie die 500 Wattstunden Version geliefert, im Testrad kam ein 400 Wattstunden Akku zum Einsatz. Dank des reichweitenstarken Bosch-Systems kamen wir im Test mit hohem Geländeanteil und bei Nutzung der beiden stärksten Unterstützungen auf mehr als 50 km Fahrtstrecke. Die Reichweitenanzeigen am Intuvia-Display sind zudem sehr zuverlässig. Wer sich diese neuen Freuden des E-Mountainbikens leisten möchte, muss für das Machina Capuro 27,5+11CX5 einen Listenpreis von 4.300 Euro kalkulieren. Da sind jedoch Top-Ausstattung, hohe Verarbeitungsqualität und sehr viel Freude inkludiert.